Einmal ein Star sein, von Fans bejubelt, von Fotografen verfolgt. Würden Sie das gerne mal erleben? Vielleicht kommen Sie ja irgendwann in den Genuss. In den USA gibt sie nämlich schon die ganz neue Paparazzi-Geschäftsidee. Star für einen Tag. Man mietet sich einfach ein paar Fotografen, die einen auf Schritt und Tritt verfolgen. Ja, und schon halten einen alle für eine echte Hollywood-Diva. Meine Kollegin Silke Haas hat's ausprobiert und war einen Tag lang Silky, der große Schauspielstar. Hollywood in Los Angeles, der Stadt der Engel. Wenn es ihn irgendwo gibt, dann hier, den amerikanischen Traum. Vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise von der Reporterin zum vermeintlichen Star. Hier in Hollywood gibt es so viele Leute, die als Kellnerin oder Taxifahrer arbeiten, um Geld zusammenzubekommen für Schauspielschule und Castings, um dann große Stars zu werden, denen die Paparazzi folgen. Ich überspringe diese Stufen heute einfach. Ich miete mir ein paar Paparazzi, aber ob man mich für einen Star halten kann, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Obwohl, hier ist anscheinend jeder ein kleiner Star und angeben ist Pflicht. Wer hat die hübscheste Freundin? Wer hat das teuerste Auto? Wer hat die schicksten Klamotten, den größten Ausschnitt oder den knackigsten Hintern? Und ich frage mich, wie soll ich denn hier als falsche Prominente begleitet von falschen Paparazzi durchgehen? Ich bin meilenweit von Size Zero, der berühmten Konfektionsgröße 32 der Stars entfernt. Ich habe keine Haarextensions, keine aufgepumpten Lippen oder sonstigen getunten Körperteile. Aber immerhin habe ich ein wichtiges Accessoire aus einem früheren Bericht dabei. Die passen hier auf jeden Fall hin. Snap-on-Smile, was so viel heißt wie das Lächeln anknipsen. Das ist eine Zahnspange nach dem Vorbild von Angelina Jolies Zähnen angefertigt. Knalleweiß, riesengroß, echte Hollywood-Zähne. Die trage ich hier auf jeden Fall. Doch bevor ich mich dem Celeb for a Day Selbstversuch stelle, schaue ich mir erst einmal an, wie andere das machen und begleite Agenturgründerin Tanja auf einem ihrer Einsätze. Sie, ein gefakter Bodyguard und 6 falsche Paparazzi sollen heute eine reiche Familie aus Florida groß rausbringen. Vater Barry hat seine Töchter Katie und Deirdre mit dem Paparazzo-Angriff überrascht. Und ganz schnell verbreitet sich das Gerücht, die Barrys haben ihre eigene Reality-Fernsehshow. Sie kommen aus Florida. Kennen Sie sie nicht? Wir kennen die nicht. Wir haben von denen noch nie gehört. Wofür sind die bekannt? Das waren die Barrys. Die haben so eine Reality-TV-Show hier. Das ist eine ganz reiche Familie aus Florida. Kennen Sie nicht? Who was that? Das waren die Barrys. Die bringen eine neue Reality-TV-Sendung raus. Wir werden das aber nicht gucken. Naja, vielleicht. Diesen Paparazzi. Ich verstehe nicht, warum diese ganzen reichen Leute so viel Aufmerksamkeit kriegen. Für was? Und sehen die gut aus? Nee, die sind voll hässlich. Das ist purer Neid, der aus den Mädels spricht. Aber Zweifel über die wirkliche Berühmtheit der Familie bleiben. Okay, die sind gemietet, die Paparazzi. Ich wusste es, die sehen aus wie ein Fake. Das haben wir uns schon gedacht. Ja, natürlich. Ah, hier ist alles bloß Show, das ist schon klar. Alles Fake hier. Alles Fake, alles gefaked. Vater Bill Barry hat $2,500 für die falsche Paparazzi-Show inklusive Limousine bezahlt. Ich finde, der Preis ist okay. Für so viel Spaß und die Fotos, die wir jetzt haben, bis an unser Lebensende. Dafür wäre kein Preis zu hoch. Und Tochter Deirdre wurde sogar für einen richtigen Star gehalten. Das war doch Lindsay Lohan. Ja. Wenn ich mit der Masche in Clubs komme und kostenlos Klamotten kriege, dann mache ich das den ganzen Tag mit. Tanja Kauer hatte vor einem halben Jahr die Idee zu Celeb for a Day und kann sich seitdem vor Aufträgen nicht retten. Es entzaubert so ein bisschen diese ganze Aufregung um Paparazzi, denn die kann jetzt jeder haben. Unser Motto ist, jeder Normalo verdient die gleiche Aufmerksamkeit wie ein Star, wenn nicht sogar mehr. Also jedem seine 15 Minuten Ruhm? Mindestens. Für meine 15 Minuten Ruhm habe ich mir eine Stylistin gebucht. Wenn schon, denn schon. Und ich habe mir ein $2,500 teures Couture-Kleid von Marquesa geliehen. Ein Traum aus rosa Spitze. Wollte ich dir zeigen, wegen der Farben. Ja, schön. In 2 Stunden schminkt und frisiert mich Barbara roter Teppich reif. So tuffiges hatte ich noch nie. Aber mit dem Kleid und alles. Ja,
sich nachher in den Pool springen, hat er so einen Film oben drauf. Ja, genau. Freut sich der Robbie. Ja. Denn am Hotelpool saß während unserer Schminksession Robbie Williams. Da durften wir nicht filmen, dafür aber hier. Doch, er mag keine Paparazzi, wie man sieht. Im Hotelzimmer zeige ich Barbara meine Zähne. Guck mal, ich habe Hollywood-Zähne. Was ist das denn? Sag mal. Ja, die habe ich mir extra anfertigen lassen. Boah, sag mal, so Zähne will ich ja auch haben. Oder? Sag mal. Du bist ja so Hollywood. Draußen wartet die Mega-Limousine, ein 14 Meter langer Hammer. Aber ein echter Star reist eben gern bequem und luxuriös. Das ist ungefähr die verrückteste Limousine, die man hier kriegen kann. Ein 22-Sitzer. Ich könnte sozusagen zwei Fußballmannschaften noch mitnehmen. Ich habe gleich schon ein bisschen Angst, wie ich hier rauskomme. Das Kleid ist relativ eng hier oben und es ist sehr hoch. Also ich hoffe, ich blamier mich nicht total. Ich bin wirklich aufgeregt, ob mir die Leute den falschen Star auftreten. Oh, my. Thank you, thank you. Oh, it's so high. Hello. Wir verbreiten das Gerücht, dass ich Silky heiße und im nächsten Film mit George Clooney mitspiele. Hier bin ich noch unbekannt, aber in Europa ein großer Star. Die ist voll cool. Ich habe schon von ihr gehört, die ist super. Ich habe sie schon in Spanien gesehen. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich habe sie schon mal in Spanien gesehen, echt. Ja, sie ist in der Movie mit George Clooney. Oh, die ist total berühmt in Paris, ja. Silky. Und klar, dass ein echter Star auch Interviews geben muss. Ja, fine. I love mir geht's gut, Hollywood. Ich liebe Hollywood. Yeah, it's aber ich darf true, nichts zu George true. Sagen. But kein Kommentar, denn der Film ist ja eigentlich noch ein Geheimnis. I can't tell that. It's a secret still. Good luck. Thank you, thank you. Thank you. Und plötzlich thank möchte jeder ein Foto thank mit you. Mir, obwohl mich doch oh, niemand okay. kennt. Sogar ein Autogramm soll ich geben. Und wie ein echter Star breche ich meinen Auftritt ab, wenn der Rummel am größten ist. Thank you, thank you, thank you. Now it's getting a little bit too much, you know. And it's sorry. Sorry, no, I can't do that anymore. Sorry. Sorry, I have to go. You know. Nur, dass ich nach meinem Abgang zuerst nicht die richtige Limousine finde. It's the wrong one. Hi. Endlich im richtigen Wagen. Okay. Es hat richtig Spaß gemacht, mal den Star zu spielen. Ich war ein bisschen nervös, muss ich sagen. Und es wurde mir auch ein bisschen zu viel, als dann die Leute alle kamen und Fotos haben wollten. Also ich kann so ein bisschen jetzt nachvollziehen, wie es einem richtigen Star gehen muss. Und schon heftig, aber hat Spaß gemacht. Meine Fans. Von Celeb for a Day bekommt man als Erinnerung das Cover des Klatschmagazins My Star mit den falschen Paparazzi-Fotos darauf geschenkt. Eine schöne Erinnerung an einen lustigen Dreh. Also mein Kameramann sagte eben, dass alle unseren Schwindel geglaubt haben. Ein bisschen professionelles Styling hilft also doch. Und wenn man dann noch mit so einem Auto vorfährt, dann glauben einem die Leute wirklich, dass man ein Star ist. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt aus diesen Schuhen herauszukommen und endlich diese Zähne loszuwerden. Um mein eigenes Lächeln wieder zu haben, denn ich bin eigentlich gar kein Star.